keine Sirenen mehr, keine verrückten Gnome. Das war's wohl mit diesem Stückchen Karte. Das heißt, wir gehen mal hier rüber und folgen dann der Schwertküste weiter nach Süden. Obwohl wir hier noch kein Gebiet aufgedeckt haben. Also dann dahin? Ich versuche mal lieber die Karte hier im Süden zu verlassen und schauen, wo ich da hinkomme. Oh, man kann sie nicht im Süden verlassen. Das ist dann natürlich problematisch. Okay, wie wäre es mit von der hohen Hecke aus nach Westen? Dann kommen wir wahrscheinlich dahin. Aha, na gut. Dann gehe ich hier hin und gehe von da aus dann nach Norden, um zu gucken, ob hier noch was ist. Bis gleich. Ich mal schnell nach Norden, um zu gucken, ob es da ein Gebiet gibt, und wenn nicht, dann decken wir hier das Gebiet weiter auf. Obwohl es bisher nicht sehr küstenartig aussieht. Oh, das war. Wie gesagt, die sind quasi genau wie Xwarte und Kreischlinge. Absolut kein Problem. Selbst in Gruppen, wie man hier gesehen hat. Außer es sind natürlich 150 oder so, dann vielleicht, aber. Selbst das würde ich irgendwie bezweifeln. So. Naja, doch. Langsam wird es küstenartig mit diesen ganzen Klippen hier. So. Aber wir wollen erstmal nach Norden gucken. Hey, jupp. Da ist ein Gebiet. Und wir sehen einen Turm in der Ferne. Ah, Düne hier ist müde. Na toll. Na gut, dann schlafen wir jetzt eine Runde und danach schauen wir uns mal diesen Turm an. So. Obwohl Türme meistens nichts Gutes verheißen. Es sind entweder alte Magiertürme, wo noch die ganzen Experimente rumlaufen, oder irgendwas Untotes. Den einzigen Turm, wo der hier nicht gefährlich war, war der. Oh oh, ganz schön viele Worge. Meine Klinge hat euch zurechtstutzen. War der eingestürzte Turm im Banditenwald, wollte ich gerade sagen. Ja, doch. Ganz viele Worgen, alle beißt Kalt. Aber inzwischen hat er eine gute Rüstung. Und 120 Erfahrungspunkte jeweils. Moin, was machst du da? Oh, sie hat keine Pfeile mehr. So. Oh, schön zusammenbleiben. Wir wissen immer noch nicht, was hier los ist. Für die Gerechtigkeit. Und den auch noch. Ja, jupp. So, dann gehen wir mal Zentrum der Karte. So klein kann der Turm ja nicht sein, wenn er auf der Karte zu sehen ist. Oh, 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 oh. Schon wieder so ein Sirenen-Ding. Düner hier. Magisches Geschoss. Rest drauf da. Yeah? Oh. Nicht gut. Schlechter Zeitpunkt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, genau. Tiere bezaubern. Imun greift da mal mit an. Und Jahira versucht mal, den Warg zu bezaubern. Ah. Achso. Sie ist tot. Und wir haben jetzt trotzdem wieder einen übernommenen. Und der kann sogar Schaden anrichten. Okay, wir laufen erstmal eine Weile nach Süden. Nein. Nein, 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 nein. Und nicht im Weg stehen, ihr Deppen. So, schnell den Bock töten. Und weiter nach Süden laufen. Und da
unterwegs schnell mal Düne hier heilen. Obwohl, wir können einfach Dirogon da vorstellen und hoffen, dass Karl ihn nicht trifft. Ah, so weit, so gut. Was mit dem Hauptkoblin? Kommt der gar nicht? Nö. Khaled. Naja, jetzt hat es wenigstens mal einen Vorteil, dass er nicht so ein guter Krieger ist. So, bleib da stehen, ich wollte uns immer. So, du schleich mal. Fehlgeschlagen. Wir haben das erhöht um 10 Punkte und du hast neue Schuhe. Jetzt schleich gefälligst. Und wenn es am helllichten Tag ist, ist mir total egal. Ups. Ah nein, wir wollen jetzt nicht noch ein... Also da steht schon mal eine Magierin im Regen und wartet. Während wir hier von unseren eigenen Leuten verprügelt werden. Okay. Und sie will sich nicht verstecken. Geh ein bisschen abseits. Vielleicht kann sie sich nicht verstecken, solange ein Monster in der Nähe ist. Also, Khaled. Ja, schaut so aus. Dann huschen wir... Oh, oh. Okay. Die macht nichts. Wenn sie nichts macht, können wir sie doch mal angreifen. So, Immun schleicht sich da hin, sobald der Feuerball geflogen ist. Und versucht sie dann kritisch anzugreifen. Und sie... Nee, damit warten wir, bis sie zaubert. Du darauf. Du darauf. Und du... Oh, jetzt zaubert sie. Also unterbrechen. Und unterbrechen. Und du wartest einfach. Und lässt dich von deinem Ehemann hauen. Okay. So. Jetzt bitte nicht noch einen übernehmen, das wäre echt übel. So, sie zaubert wieder. Unterbrech sie. Unterbrech sie. Ah, so, super. Khaled kann wieder kontrolliert werden. Ja, schick. 2000 Erfahrungspunkte. Aber die sind doch echt mal anspruchsvoll. Vor allem das Gegner übernehmen von denen ist übel. So. Da oben war noch der Hauptgoblin, ne? Schauen wir einfach mal kurz. Ja. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Okay, die Hauptgoblins. Und noch eine Sirene. Erstmal weg. Oh, und da ist noch ein Dieb. Und da unten war noch eine Magierin, genau, da war was. Vorwärts, Marsch! So, schön zusammenbleiben. Wir wollten noch warten, bis die Sirene kommt. Weil sobald sie anfängt zu zaubern, wird sie wieder sichtbar. Und nebenbei können wir mal die Perle einsammeln. So. Aber die Sirene kommt nicht. Ah. Du warst hier, das weiß ich. Da. Und sie zaubert bestimmt wieder einen Beherrschungszauber. Unterbrich, aber ich habe wenig Hoffnung, denn es ist eine ganz schön lange Strecke. Naja. Geht ein bisschen näher ran. So. Und ja, da wäre der nächste Beherrschungszauber gewesen. Aber das läuft echt gut. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Okay, speichern. LP 41. So, hier sind noch kleine Boote. Oder ein kleines Boot.
eigentlich sollten wir rasten, damit sie neue Kampfzauber hat. Vorher heilen wir noch ein bisschen hoch. Ja, beim nächsten Level Up hat sie hoffentlich ihr drittes magisches Geschoss. Das wird den Schaden dann nochmal gut erhöhen. Dann wird sie wesentlich effektiver. So, Shahira noch immerhin heilen und dann schlafen wir eine Runde. So. Und hoffentlich nicht vom Dreier-Trupp Sirenen überrascht. Ne, schön. Ja, genau, bevor wir jetzt weiter hier aufdecken. Ne, die meinte ich eigentlich nicht, sondern ich meinte eigentlich die Magierin und den Dieb. Und die sollten wir auch mal ansprechen, wenn sie da schon im Regen auf uns warten. Oh, und ein Level Up. Schön, schön. So, alle zusammen. Dem hinterher. Ja. So, kurz das Level Up machen. Und zwar Druide. Schön, schön. Das heißt, sie kann jetzt... Ah. Nehmen wir mal den. Und Stufe 3. Ja, das ist doch super. Tiere festhalten. Irreführung. Dieser Zauber bewirkt, dass die Fähigkeit eines Wesens Zauber anzuwenden stark beeinträchtigt wird. Ah, okay. Gegen Magier wäre es praktisch, aber ein Gewitter ist, glaube ich, besser. Muss unter freiem Himmel ausgeführt werden. Und zwar ein Blitz pro Phase. Die Zauber dauert eine Phase pro Stufe des Anwenders an. Jeder Blitzschlag verursacht einen elektrischen Schlag. 2W8 plus 1W8 plus Schadenstufe. Ein Priester der vierten Stufe, sie ist Stufe 5, könnte also mit jedem Blitz 6W8 Schadenspunkte anrichten. Schön, schön, schön. Dafür nehmen wir gleich 2 Stück. So, dann gucken wir mal weiter. Da ist die Diebin. Und sprechen wir dich mal zuerst an. Ich suche nach starken Männern wie euch. Ich habe ein Problem, das ich nur mit eurer Hilfe lösen kann. Nö, wir fallen auf diesen Blödsinn der Damen-Noten nicht rein. Nee. Wenn ihr uns euren Namen und euer Problem sagt, können wir euch vielleicht helfen. Nun, meine werten Herren, ihr könnt mich Safana nennen. Verzeiht mir, wenn in meiner Stimme ein wenig Furcht anklingt, denn dort, wo ich herkomme im Süden, werden die Männer bei weitem nicht so groß wie ihr. Also sie schmeichelt uns ein bisschen viel. Hm? Werte Herren, und wir sind so groß. Ja, mal gucken, was sie will. Wie dem auch sei. Ich kann euch zu größeren, großen Reichtümern verhelfen, vorausgesetzt, ihr seid an derlei interessiert. Ja, wer nicht? Ich besitze eine Landkarte, auf der die Stelle eingezeichnet ist, wo sich ein Piratenschatz aus alter Zeit befindet. Nach dem, was auf der Karte steht, handelt es sich um einen Schatz des sagenumwogenen schwarzen Allery, dessen dieser sich entledigte, ehe er an der amnischen Flotte gefangen genommen wurde. Ha, wir sind immer an Geld interessiert. Der Grund, warum ich so viele heldenhafte Männer benötige, ist der. Die Kellergewölbe, in die ich hinabzusteigen gedenke, werden von einer Art Wesen bewacht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Wesen ist. Aber wenn ihr mir behilflich seid, bekommt ihr einen Teil des Schatzes. Ich würde mich eventuell auch auf andere Weise erkenntlich zeigen. Ja. Die schmeißt sich ganz schön an uns ran. Aber wir sind Paladin, wir haben sowas nicht. Also Techtelmechtel und dergleichen. Wir sind einverstanden. Oh, tausend Dank, ihr werdet es nicht bereuen. Kräftige Helden wie ihr überwinden jedes Hindernis. Lasst uns losgehen. Laut meiner Karte befindet sich die Piratenbucht irgendwo entlang der Küste direkt südlich von Kerzenburg. Also genau da, wo wir sind. Wir haben aber keinen Platz, also müssen wir es wieder gehen lassen.